Auf dem Weg nach Banthesamree kommen wir an einer Hochzeitsgesellschaft vorbei. Hochzeiten dauern in Kambodscha mindestens 2 Tage bis zu einer Woche und sind ziemlich laut. Zu einer Hochzeitsfeier werden alle Bekannten und Verwandten und Freunde eingeladen, die es nur so gibt. Je mehr, desto besser und desto höher das Ansehen. So eine Hochzeitsfeier ist natürlich nicht ganz billig, aber die meisten Gäste steuern Geldgeschenke bei. So, jetzt aber weiter nach Banthesamree. Das ist also Banthesamree. You can see left to right. Hmm? They can kill us if you like snake or naga. Yeah. You can see. Only one temple. So, what's the name of this temple? Banthesamree. Banthesamree. You know Banthesamree means citadel, yeah, in English. Yeah. And Samree means snake people who live at Kulen Mountain. Yeah. Banthesamree bedeutet also Zitadelle der Samree. Die Samree lebten einst hier in dieser Region. Es sind nur 4 Leute in der Oh, das ist schön. Erbaut wurde dieser hinduistische Tempel Mitte des 12. Jahrhunderts unter Suryavarman II., der ihm den Gott Vishnu weihte. God of Vishnu away with 4 arms or 8 arms is on Garuda, this one, and the 2 prayer. Der Tempel besteht aus einem hervorragend erhaltenen zentralen Heiligtum, dessen Turm denen von Angkor Wat gleicht. Er wird von 2 konzentrischen Galerien umgeben, wobei die innere den Turm so eng umschließt, dass er von dort mit einem Schritt betreten werden kann. Hier eine etwa 140 Meter lange, auf 2 Ebenen angelegte Prozessionsallee.
Sie wird von Schlangenbalustraden gesäumt und endet an einer von sitzenden Löwen flankierten Treppe.